Herzlich willkommen bei Orca Chess. Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Nämlich, ich beantworte die Frage, was ist eigentlich passiert im Juni 2008 in Horb am Neckar? Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, quasi auf diesen wichtigen Moment, also wirklich, es war eine bärenharte Partie, was da damals sich abgespielt hatte, also ich werde gleich dazu kommen. Es ist verrückt, also bleibt auf jeden Fall dran. Aber es gibt jetzt hier auch was quasi, man spricht hier auch von der Perle des Schwarzwalds, also wirklich kurz vorm Schwarzwald liegt dieses kleine Städtchen Horb am Neckar. Ich bilde jetzt hier auch mal quasi ein Bild ein. Und erstmalig an Pfingsten organisieren die dort ein Turnier. Und ich bin gefragt worden, ja, hast du vielleicht Bock quasi da was dazu zu sagen? Und ich weiß auch, wie aufwendig das ist, quasi so ein Turnier quasi rauszustampfen, zu organisieren. Also ein richtiges Open. Das ist ein echtes Event, da steckt wahnsinnig was dahinter. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch selber schon mal ein Schachturnier organisiert habt, was das war mit Swiss Chess, Schweizer System. Schreibt einfach mal eure Erfahrungen drunter, würde mich mal interessieren, quasi aus der Perspektive eines Organisators. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Turnier. Ich gehe jetzt hier auf die Website. Das Turnier heißt Horber Pfingstgambit, also auch cooles Logo, quasi angelehnt auch an dieses Gambit im Schach, wo man quasi einen Bauern opfert oder eine Figur opfert für Kompensation. Ist auch ein Springer abgebildet. Vielleicht geht es ja auch um legendäre Springeropfer. Genau. Schöne Kunst auch oben auf der Webseite. Richtig runde Webseite. Das Turnier findet statt quasi vom 26. bis 29. Mai 2023. Das ist während der Pfingstzeit und hat auch eine ziemlich schöne Location. Also ist direkt am Neckar. Ich habe mal geschaut, wo hier dieser Campus, dieser DHBW Campus liegt. Genau, das liegt direkt am Neckar. Also auf jeden Fall hat man da auch quasi nach der Partie, also schöne Gelegenheit, quasi nach einem Sieg zum Beispiel einkehren zu gehen. Oder wenn man mal wieder doof geblandert hat, das kann ja auch mal passieren, dass man eine Figur einstellt, hat man auch die Möglichkeit, sich eine kalte Abkühlung im Neckar zu holen und da einfach quasi ein eiskaltes Bad in diesem Fluss zu nehmen. Ja. Wir klicken jetzt hier mal auf die Ausschreibung, also es wird organisiert, das Turnier von dem Schachverein Schachclub Horb am Neckar, wo es auch darum geht in dem Video quasi, da geht es um das Vereinsturnier, was 2008 stattgefunden hatte. Und wir gucken jetzt hier einfach mal in diese Ausschreibung rein, ich mache das mal ein bisschen größer. Genau, ich mache das mal ein bisschen größer, was jetzt hier alles genau drin ist. Genau, Spielort ist dieser Campus, also direkt am Fluss, am Neckar, also schöne Location quasi, wirklich in so einem Tal, also auch umringt von Wald, Natur. Schön grün, Pfingsten hat man wahrscheinlich auch gutes Wetter. Also ist auf jeden Fall eine echt schöne Location. Also nicht, manchmal ist es ja auch so, Schachturniere finden auch statt quasi so einem Industriegebiet, industrieller Kontext. Und da hat man auch quasi, ja, da kann man auch ein bisschen die Seele baumeln lassen, auch ein bisschen Schachurlaub machen. Wie viele Runden gibt es? Es gibt 7 Runden, beschleunigtes Schweizer System, also besondere Variante des Schweizer Systems. Also wir haben sehr, sehr viele aufmerksame Zuschauer. Schreibt mal in die Kommentare, was ist das beschleunigte Schweizer System. Gespielt wird der Fischermodus, also 90 Minuten für die ersten 40 Züge, gefolgt von 30 Minuten Bedenkzeit für den Rest der Partie. Und pro Zug bekommt man 30 Sekunden Increment dazu. Also eine Partie kann schon theoretisch über 4 Stunden gehen, je nachdem, wie lange man da spielt. Es gibt hier sogar eine internationale Wertung. Also das Turnier wird international ausgewertet nach der ELO-Wertung und deutsche Wertungszahl DWZ. Genau, am Freitagabend, quasi am 26. Mai, ist die erste Partie um 18 Uhr. Dann gibt es die zweite Runde, ist am nächsten Tag um 9:30 Uhr, auch eine Doppelrunde, zweite und dritte Runde. Am Samstag, der 27. Sonntag, dann die vierte und fünfte Runde, 28. Genau, Mai und am 29. Mai, der Pfingstmontag. Genau, da findet dann auch schon die sechste und siebte Runde statt, auch Doppelrunde. Und am Schluss gibt es eine Siegerehrung. Was ich auch richtig, richtig gut finde, ist, also es wird auch einige sehr starke Schachspieler, also Titelträger anlocken, das Turnier. Es gibt einen ziemlich guten Preisfond, also von über 3000 Euro quasi für eine Erstauflage von dem Turnier. Ist es wirklich sehr gut. Und genau, Startgeld, also für Erwachsene beträgt 55 Euro, Jugendliche 40 Euro. Genau, absolut faire Startgeld. Es gibt auch verschiedene Rating-Kategorien, wo es Ratingpreise gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel der Beste ist unter 1200, also eher so ein ja, ganz guter, solider Anfänger, dann 1200 bis 1500, 1501 bis 1800, kann man auch in der eigenen Kategorie dort einen kleinen Preis gewinnen. Ein Ratingpreis ist auch sehr schön. Genau, die beste Dame wird auch genauso mit einem Preis belohnt. Also beste Dame 110 Euro, die zweitbeste Dame 80 Euro.
beste Jugendliche, Jahrgang 2005, oh, die Zeit vergeht, ist krass, 2005 oder jünger. Genau, 110, 180 Euro, echt gute Preise. Keine Doppelpreise sind möglich. Genau, Turnierleitung. Es gibt sogar gibt's also richtig professionelle Schiedsrichter sind auch vor Ort, die gucken, dass einfach alles auch mit den rechten Dingen quasi beim Schachturnier vorgeht. Also wirklich, genau, schöne Location, schönes Schachturnier, schöner Zeitraum. Auf jeden Fall würde sich der Schachclub in Horb freuen, quasi, wenn ihr dort vorbeischaut, ihr mitspielt oder euch das mal anguckt und dabei seid bei so einer Feuertaufe, bei so einem Debüt von Schachturnier. Genau, ich verlinke jetzt auch nochmal die Webseite in den Kommentaren, da könnt ihr auch nochmal auch unter dem Video reinschauen. Ja, wenn ihr in der Nähe seid, quasi noch kein Pfingstschachturnier, habt mal wieder Bock Schach zu spielen. Richtig schöne Gelegenheit. Ja, jetzt geht's zum Schachteil. Es geht zum Schachteil und da geht es jetzt auch quasi um dieses Vereinsturnier in Horb. Und da hatte ich quasi eine Partie, also ich habe die Finalpartie gespielt, quasi letzte Runde dieses Vereinsturniers. Und ich verrate jetzt auch nicht, wie es ausgegangen ist. Also auf dem Kanal gab es jetzt auch wirklich viele bittere Niederlagen, also richtig krasses Zeug, also wo echt alles irgendwie auch daneben gelaufen ist. Das möchte ich euch auch so Sachen zeigen, damit ihr auch quasi aus meinen Fehlern, quasi aus realistischen Fehlern hier auch lernen könnt. Und da gibt es jetzt die Chance, die Person, die jetzt diese Partie gewinnt, also ich habe damals gegen Marcel gespielt, also sehr starker Spieler, ich sage gleich was zu ihm, das ist die Finalpartie, die letzte Runde ist, wenn er gewonnen hätte, oder wenn er gewinnt, genau, dann ist er der jüngste Vereinsmeister der Schachgeschichte Horb, also über ein halbes Jahrhundert Schachgeschichte im Grunde genommen, also den Verein gibt es schon seit 1966, also geht schon quasi auf das volle Jahrhundert langsam, aber stetig zu. Und wenn ich gewonnen hätte quasi diese letzte Runde, ich spreche jetzt hier quasi von hätte, weil es ist einfach nicht sicher, das Video soll ja auch spannend bleiben, ist auch 15 Jahre her, ich habe jetzt sogar die Partie gefunden, ich habe sie nochmal rausgegraben, ich hatte sie gar nicht mehr in der Datenbank, genau, so sieht das Partieformular aus, zum Glück habe ich es aufgehoben, sonst hätte ich hier das Video heute gar nicht machen können. Also wenn ich gewinne, also wenn ich hier die Partie gewinne, dann genau, wäre ich der jüngste Vereinsmeister der Schachgeschichte quasi in Horb. Und jetzt wird es einfach spannend, weil was ich dazu sagen kann zu der Partie, das war wie eine kleine Weltmeisterschaft. Natürlich jetzt nicht so wie jetzt Bobby Fischer gegen Boris Spassky in Reykjavik, Island oder Garry Kasparov gegen Anatoly Karpov oder Peter Leko gegen Kramnik quasi in Brissago am Lago Maggiore. Aber trotzdem, auch quasi in diesen Klassen, da steckt so viel. Damals war ich 15 Jahre alt. Ich war noch 15, 16 Jahre alt, so um den Dreh. 15 Jahre her. Aber auch in diesen Klassen, da steckt so viel Emotion, so viel Leidenschaft, so viel Energie drin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, für beide ging es hier einfach um die Wurst, also es ging quasi um diesen Vereinsmeistertitel, sogar quasi, jeder hat die Chance jetzt hier gehabt, quasi einen Rekord zu brechen, quasi in der Stadt quasi, in der Perle des Schwarzwalds. Genau, und was ich dazu sagen kann, genauso, was war da mit mir damals? Ich musste da quasi zentrale Klassenarbeiten schreiben, irgendwas, es war dann in der Schule, hatte ich gar nicht viel Zeit, mich irgendwie groß vorzubereiten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch mal machen musstet. Und dann, also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber ich habe dann nach der Partie erfahren quasi, dass mein Gegner Marcel wirklich 2-3 Monate quasi stetig trainiert hat und eine Variante. Er ist nämlich damals schon absoluter Sveshnikov-Sizilianisch Experte gewesen, hat da auch ein richtig hohes Niveau erreicht gehabt, also ich würde sagen, damals schon über 2000 DWZ, 2000 Elo quasi in der Variante, hat Meister remisiert, also sehr starke Spieler auch besiegt, ist ein absoluter Experte gewesen quasi, also wirklich über den ganzen Schwarzwald eigentlich verteilt, also genau, über den ganzen Schwarzwald hinweg absoluter Sveshnikov-Experte und er hat sich wirklich jede einzelne Variante angeschaut und sich 2-3 Monate auf mich vorbereitet. Und ja, das war fast schon Sekundantenarbeit, was da lief, mit einem Buch, alles an, jede Variante, also wirklich sehr viel gearbeitet quasi auf die Partie. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, ob den Film kennt, quasi Rocky 4 quasi gegen Ivan Drago, also wirklich richtig hart trainiert, also wahnsinnig, quasi Bäume gefällt, Varianten analysiert, bis zum 30. Zug, bis ins Endspiel, also es ist kein Witz, das bei einem Vereinsturnier. Also es ist wirklich kein Witz, also was da abging, es ging ja auch um einiges, genau, also es ist... Niemand ist davor je Vereinsmeister geworden und niemand so jung. Und was ich gemacht habe, also ich habe mich vorbereitet, ich habe mal kurz reingeschaut und habe mir eine Nebenvariante angeschaut, die ich ganz interessant fand. Ich werde jetzt gleich dazu kommen, vom Sveshnikov. Und
Ja, ich hatte die weißen Steine, quasi Marcel hatte die schwarzen Steine und ich habe gesagt, komm, es gibt jetzt hier ein Battle, das gibt jetzt hier, ja, das Rumble in der, ja, Rumble in Bildechingen war das damals, in einem Vereinslokal quasi, so ein Dorf quasi in der Nähe von, quasi Teilort von Horb und ja, das war Rumble of Bildechingen, kann man sagen, also diese letzte Runde, diese siebte Runde. Ich habe trotzdem E4 gespielt, ich habe mich darauf eingelassen quasi, auf diesen Sveshnikov-Kampf. Natürlich hat Marcel hier den Zug C5 gespielt, geht es hier in die sizilianische Verteidigung. Ich habe Springer F3 gespielt, er hat Springer C6 gespielt. Ich habe hier damals keinen Anti-Sizilianer gespielt, heute spiele ich manchmal auch Anti-Sizilianer. Ich habe jetzt hier gesagt, komm, wir gehen jetzt hier in offenen Sizilianer. Es ist wirklich Toe-to-Toe, was hier abgeht. C schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer F6. Springer C3 von mir, also alles normal in E5. Und das ist dieser Zug, dieser Sveshnikov-Zug, der diese Variante, ja, genau, der einfach diese Variante definiert. Genau, jetzt alles Textzüge, Springer BD5, also ganz normal. Also ich möchte jetzt hier mit meinem Springer auf D6 quasi erstmal androhen, dort reinzugehen. Natürlich verhindert Marcel das mit D6, also ganz normale Sveshnikov-Theorie. Und hier habe ich gedacht, komm, jetzt weichst du mal ab. Und damals war die Variante nicht so populär, aber ich fand es halt sehr interessant, als ich mir schon angeschaut habe. Und ich habe mich dann für diese Springer D5-Variante entschieden, die gleich aus der Theorie rausgeht und sehr zweischneidiges und taktisch komplexes Spiel aufs Brett bringt. Und nach der Partie hat tatsächlich Marcel mir gesagt, das ist die einzige Variante, die einzige Line, auf die er sich im Sveshnikov nicht so tief oder bis, schreibt mal in die Kommentare, gar nicht oder nicht so tief vorbereitet hatte. Also wirklich. Lucky Punch, also wirklich glückliche Variante hier gewählt. Und er war jetzt auch nicht mehr quasi hier in seiner tiefen 30-Züge-Vorbereitung für diese Finalpartie hier. Genau, Springer schlägt D5. Natürlich kannte er das auch. Also damals auch gab es ein Buch, wie hieß es quasi, wie so Sveshnikov Reloaded oder so, wo die Variante quasi einen absoluten Trend gebracht hatte. Genau, Bauer schlägt D5, Springer B8. Also es wichtig ist, genau. Der Springer geht hier nach B8 zurück. Muss ich den Rechner mal näher ranholen. Mich nervt immer manchmal so ein bisschen der Lüfter, aber ich hole jetzt den Rechner trotzdem näher ran. Ist quasi, er geht nach B8 zurück, damit er die Option hat, hier wieder auf F6 umgruppiert zu werden. Häufig natürlich auch nachdem F5 gespielt worden ist. Aber natürlich gibt es auch den Zug Springer E7. Also beide gibt es, aber Springer B8 ist tatsächlich die Hauptvariante. Aber erstmal gar nicht so intuitiv quasi mit dem Springer, ja. Da einfach wieder back to the roots zu gehen, ist jetzt auch nicht so intuitiv. Jetzt kommt der Zug C4, also man möchte gleich quasi wirklich am Damenflügel, also diesen, genau, einmal diesen D-Bauern stützen und man hat langfristig auch die Idee quasi mit der Dame so Ausfälle zu spielen nach A4 gegen den König, also wirklich taktisch scharfe Ideen hier zu spielen oder es manchmal gibt es auch die Möglichkeit quasi mit C5 irgendwelche Durchbruchvarianten aufs Brett zu bringen. A6, also er kickt gleich meinen Springer weg, der muss zurück nach C3, logisches Feld, Läufer F5, logische Entwicklung des Läufers, also ganz normale Züge. Ich habe jetzt hier Läufer D3 gespielt, um direkt quasi die Läufer abzutauschen, weil mir der Läufer von Schwarz also einfach zu gut stand, quasi in dem Moment. Er tauscht auch, Dame schlägt D3, G6 macht er, also er fianchettiert hier den Läufer. Das ist auch schon so eine Entscheidung gewesen, also ich denke, der Zug ist gut, den kann man spielen. Aber gibt mir jetzt direkt auch schon eine Idee. Und der, also das finde ich jetzt auch nicht schlecht hier. Also, es ist auch rückblickend nach 14, nach 15, dass ich vor 15 Jahren diesen Zug gespielt habe. Also, ein bisschen Alpha Zero Style, quasi H4. Gleich mit der Idee hier, ein bisschen quasi den zu befragen, die H-Linie zu öffnen und direkt hier in Angriff zu gehen. Also, es war, ich denke, psychologisch war es auch nicht einfach, quasi mit diesem Zug direkt hier umzugehen, weil es einfach gleich einfach Drohungen quasi hier schafft. Jetzt kommt der Zug F5, genau, also klassischer Zug im Sveshnikov, also wirklich sehr schöne Bauern hier, sehr schöne Bauern, also die kontrollieren sehr wichtige Felder von Schwarz, genau, also er hat jetzt auch sehr organische Ideen, also mit Läufer G7, vielleicht kurze Rochade, Springer nach D7 und Springer C5, also es ist wirklich, ist ungefähr ausgeglichen, die Stellung. Also vielleicht minimal quasi hat Weiß hier quasi einen kleinen Vorteil, aber er muss es halt auch verstehen. Es ist gar nicht so einfach, diese Stellung hier zu verstehen. Also durch dieses H5 ist die Stellung schon ziemlich komplex geworden. Dame F6 macht er, genau. Er stützt mit der Dame die Bauern und ja, und überlegt sich hier zu fianchettieren zum Beispiel oder
H6 zu spielen und dann zu 4 enchantieren, um mein H6 zu verhindern, sehr logischer Zug erstmal. Und jetzt habe ich einen Zug gemacht, Dame G3. Und Dame G3, muss man sagen, ist objektiv, nee. Also der ist jetzt, also wenn man rein objektiv betrachtet, ist es jetzt kein guter Zug, aber es ist ein Bluffzug. Also es ist ein Zug quasi, den kann man vergleichen quasi wie beim Poker. Das ist ein bisschen ein Pokerzug, wo man sagt, okay, der Zug provoziert jetzt hier auch schon einen Zug von Schwarz. Der provoziert einen Zug von Schwarz und es ist ein Bluff. Und der Bluff hat tatsächlich funktioniert. Natürlich darf man jetzt hier nicht so spielen. Also ein anderer Zug wäre zum Beispiel viel logischer gewesen, einfach Läufer E3 zu spielen und die noch nicht entwickelte Figur zu entwickeln. Werden gleich wieder in die Variante gehen. Ich habe die Dame G3 gespielt und das ist einfach nur ein Bluffzug, jetzt in Anführungszeichen, um F4 zu provozieren. F4 sieht auch auf den ersten Blick logisch aus. Das sieht absolut logisch aus, hat aber ein Problem. F4 kam auch. F4 hat das Problem, dass dieses Feld hier schwach wird. Das Feld E4 wird schwach und wird sehr interessant für den Springer. Also tolles Feld für den Springer. Und genau. Und dadurch war es der Zug im Nachhinein gesehen gut. Also weil der Bluff funktioniert hat. Aber objektiv werde ich jetzt euch zeigen, war das kein guter Zug, weil ich einfach mit der gleichen Figur, die eigentlich schon ziemlich gut steht auf D3, nochmal ziehe und wirklich wertvolle Entwicklungstempi für meine Figuren verzocke. Ich habe jetzt hier Dame G3 gespielt. Genau, und er hat F4 gespielt und er hätte jetzt zum Beispiel einfach ganz normal weiterentwickeln können. Die Bauern stehen ja echt gut, die stehen echt gut. Also da muss man gar nicht diesen Charakter dieser Bauernstruktur verändern. Also hätte er wahrscheinlich auch gemacht. Aber F4 sieht einfach so logisch aus. Ich greife die Dame an, ich push meine Pawns. Ja, genau. Und dann hätte es zum Beispiel so weitergehen können, ich schlage hier. Und man denkt jetzt erstmal, ja, er kann jetzt ja nicht zurückschlagen und ich gewinne jetzt hier Material, ich gewinne jetzt hier einen Bauern. Aber nein, Pustekuchen, also er kann jetzt hier strategisch sehr interessant spielen, mit dem Zug H6 einfach erstmal den Bauern temporär zu opfern und langfristig abzufrühstücken mit dem Zug, mit Zügen wie Turm G8 und Turm schlägt G6. Und die Stellung kann man jetzt eigentlich schon als ausgeglichen und sehr unklar bewerten. Weil im Grunde genommen hat er eine tolle Struktur, eine gesunde Struktur, der Marcel. Und es ist schwierig jetzt für mich irgendwie konkret taktisch da jetzt irgendwas zu erreichen. Also sowas geht nicht. Also es ist nicht einfach. Also es ist ungefähr ausgeglichen, wäre die Stellung hier gewesen. Deswegen, genau, also häufig, also immer checken. Häufig sind einfach ganz normale Entwicklungszüge in dem Stadion der Partie eigentlich gut. Also ziemlich gut. Und erstmal sich entwickeln und dann irgendwie konkret was versuchen. F4 ist aber jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist schon positionell, strategisch eine Kleinigkeit, die er mir hier gibt quasi. Wirklich so eine Nuance, die unangenehm werden kann langfristig. Genau, das kann man sagen. So, Dame H3 kam von mir. Also, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch die Qual der Wahl. Also es gibt hier viele Möglichkeiten. Dame F3 gibt es als Möglichkeit. Dame G4, vielleicht auch ganz normal Dame wieder in die Mitte zurück nach D3. Dame H3 hat es sicher auch die Idee gehabt, also rückblickend, jetzt hier Komplexität zu schaffen quasi, auf der Diagonale von H3 nach C8 was zu probieren. Deswegen, den Zug kann man machen, der Zug ist okay. Springer D7, vollkommen ok und ganz normaler Entwicklungszug. Und jetzt, objektiv gesehen, ist der Zug, der jetzt von mir kommt, nicht so gut. Also es ist unnötig, das jetzt zu machen in der Stellung. Aber was mir dem Zug gefällt, deswegen beleuchte ich jetzt hier ganz kurz, da wird es auch bald ein sehr tolles Video geben. Also wirklich Monate quasi da das Video vorbereitet, also zum Thema Taktik. Also wie man quasi wirklich besser wird im Schach und taktisch gefährlich. Also da quasi so ein Workshop gebaut für euch, sind die Kandidatenzüge. Also wie laufen die Kandidatenzüge? Also Kandidatenzüge sind einfach wichtig, um gute Züge in der Stellung zu finden, wenn es taktisch relevant wird. Man fängt einfach mit so einer Hierarchie, mit Hierarchien an. Und man startet quasi mit der, was man als erstes checkt quasi, bevor man diese Kandidatenzüge bildet, kann ich jetzt hier direkt Schachmatt setzen? Wenn ich Schachmatt setzen kann, natürlich setze ich Schachmatt. Ich gucke in die Stellung rein, kann ich Schachmatt setzen? Schachmatt wird direkt zum Kandidatenzug Priorität 1 natürlich. Dann, nachdem ich jetzt gecheckt habe nach Schachmatt, kann ich jetzt nicht Schachmatt setzen, gucke ich nach Schachgeboten. Habe ich hier Schachgebote in der Stellung? Zum Beispiel ist Dame E6 hier ein sinnvolles Schachgebot, das man auf jeden Fall durchrechnen sollte.
Nachdem die Schachgebote durchgerechnet wurden, guckt man nach Schlagzüge. Gibt es in der Stellung logische Schlagzüge? Kann ich hier Figuren schlagen? Ich kann jetzt mit der Dame zum Beispiel den Springer schlagen, aber ich kann auch mit den Bauern auf G6 hier schlagen. Das muss man checken. Also Schlagzüge sind wirklich zentral. Also häufig sind es einfach die Züge, die dann auch gewinnen, diese Schlagserien. Warum ist es so? Weil das einfach diese forciertesten Züge sind. Weil auf einen Schlagzug muss man häufig zurückschlagen. Auf ein Schachgebot muss man ausweichen und dem König wegziehen oder was dazwischen ziehen oder eine Figur abtauschen. Je nachdem, wie das Schachgebot ausschaut. Nach den Schlagzügen guckt man quasi in Hierarchieebene 4. Kann ich eine andere Figur sinnvoll angreifen, bedrohen? Und erst dann quasi, wenn das alles gecheckt wurde, guckt man nach anderen Zügen. Also nach sonstigen Zügen zum Beispiel, kann ich irgendeine Figur verbessern, umgruppieren, eher Züge für strategischer, positioneller Natur. So, ich habe jetzt hier quasi wirklich sehr hohe Ebene der Kandidatenzüge gespielt. Also die muss man natürlich checken, ist jetzt in dem Fall jetzt nicht der beste Zug, aber aus der Perspektive ist es halt wirklich interessant. Dame E6 ist ein Schachgebot, also auf ein Schachgebot muss reagiert werden. Das heißt, über Dame E6 Schach kann eine forcierte Line, eine forcierte Sequenz von Zügen wird losgebrochen, wird losgelöst, gestattet. Und ja, er muss jetzt hier auch direkt nehmen, er muss hier nehmen, quasi, er muss reagieren auf das Schachgebot. Und er hat auch genommen, genau, Bauer nimmt auch auf E6. Der Bauer steht jetzt hier, ich habe es auch, als ich die Partie nochmal analysiert habe, der steht jetzt hier auch ziemlich gefährdet rum. Also es ist einfach ein Bauer, der da vorne rumsteht und kann auch schnell verloren gehen. Also es ist wirklich, also sehr mutig gewesen, jetzt rückblickend hier so zu spielen. Also der Bauer kann einfach langfristig auch weg sein. Aber natürlich ist auch die konkrete Idee, nach dem Schlagen wird der Springer angegriffen, der muss reagieren und dann gibt es halt wieder diese Züge hier mit der Fessel und dann werden sie auch relevant, die Züge. Das wird dann auch ziemlich schnell relevant. Und durch diesen Schlagzug ist auch ein neues Feld frei geworden auf D5. Also ein sehr spannendes Vorpostenfeld für den Springer. Also wirklich sehr konkretes Schach, was jetzt hier passiert. Okay, Springer C5 kommt, also sehr logischer Zug, also bester Zug hier von Marcel. Er stellt den Springer super und er greift gleichzeitig den Bauern auf E6 an. Ich schlage jetzt hier raus. Er kann jetzt nicht direkt zurückschlagen, weil der Bauer gefesselt ist. Er spielt den Zug Bauer nach H6. Ich spiele den Springer nach D5. Drohe jetzt hier auch direkt was, genau, ich drohe jetzt hier eine Gabel auf C7. Und was auch ziemlich unangenehm jetzt wahrscheinlich im Nachhinein war, ist Turm F6, Turm G8 mit der Idee, auf G6 zu nehmen, geht nicht direkt, weil Springer F6 Schach auch eine Gabel dann kommen würde. Also der Springer steht einfach super auf D5. Wir gehen jetzt gleich wieder zu der Partie zurück. Ich muss jetzt gleich zu der Stellung zurück. Ich muss natürlich euch auch noch zeigen, wie man hier vorher hätte sinnvoller spielen können. Also dieser Bluffzug, dieser Pokerzug, Dame G3, da müssen wir uns angucken, was natürlich wirklich eigentlich angebracht wäre in der Stellung, um einfach jetzt zu lernen, besser Schach zu spielen. Natürlich eine Figur zu entwickeln. Also ich habe meinen Läufer noch nicht entwickelt. Also Läufer E3 wäre einfach ein starker Zug gewesen. Genau. Zum Beispiel Springer D7, lange Rochade, also wirklich hier mutig sein, dynamisch spielen. Hier am Königsflügel hat man hier schon Druck durch diese ganzen, durch diesen H5-Vorstoß am Königsflügel. So, dann zum Beispiel Turm G8, G4, also wirklich konkret quasi Angriffsschach spielen. Und jetzt hat man eigentlich immer Angst, genau. Also schätzt man das häufig als unangenehm ein, diesen F4-Zug, allgemein solche Züge, wenn jemand den F-Bauern vorzieht, eine andere Figur angreift. Auch schon hier wäre die Möglichkeit, nach Läufer E3 wäre die Möglichkeit natürlich da gewesen, F4 zu spielen. Aber da kann ich jetzt positionell auch was zu sagen, ist, dass F4 eigentlich nie so richtig gefährlich ist, weil das Feld E4 schwach wird, beziehungsweise stark für den eigenen Springer. Und man kann es sich eigentlich strategisch, positionell nie leisten, F4 zu spielen, weil der Springer dann hier reinkommt. Und hier kann man tatsächlich quasi wirklich vom trojanischen Pferd, quasi aus der Mythologie, reden, das hier wirklich sehr unangenehm steht. Also es ist ein trojanisches Pferd. Das steht dort, das kriegst du da auch nicht mehr raus aus der Stellung. Das steht da quasi für immer. Und um es rauszubekommen, das trojanische Pferd, müsste man so einen so hohen
Preis bezahlen, der wäre einfach zu teuer. Deswegen immer auch gucken quasi nach Fehlern. Natürlich ist F4 auf den ersten Blick unangenehm, aber eine neue Möglichkeit wird freigeschaltet für einen, die Möglichkeit, den Springer auf E4 zu platzieren, wo er eigentlich wirklich seine optimale Wirkungskraft entfalten kann. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. So, jetzt gehen wir hier wieder zu der Stellung. Springer D5, unangenehm. Springer E6 macht er jetzt. Springer E6 deckt natürlich das Feld. Deckt natürlich das Feld C7. Ich kann jetzt die Gabel nicht ausführen. So, ich habe damals B3 gespielt. Vielleicht ein bisschen zahnlos. Genau, Turm C8, sehr logische Züge von ihm. Läufer B, Läufer B2, Läufer G7, auch ein logischer Zug. Turm D1, Turm zentralisieren. Er hat jetzt hier so ein paar kleine Probleme hier mit diesen Bauern. Der ist halt immer mit Sveshnikov so ein bisschen rückständig und kann halt schwach werden. Und es ist ein bisschen hier eine Drohung. Aber er hat dafür auch sehr aktive Figuren. Also ich würde sagen, vielleicht leicht besser für Weiß. Also ein richtiger Krimi, der jetzt hier passiert nach 20 Zügen. Jetzt auch B5, wirklich auch sehr dynamisch hier gespielt. Hier diesen Damenflügel aufbrechen, quasi um selber hier Gegenspiel zu bekommen in der C-Linie. Also wirklich nicht einfach. Also muss ich überlegen, da geht es quasi One Shot, One Opportunity. Derjenige, der die Partie gewinnt, geht raus mit dem Pott. Also es war wirklich so, das hat sich da abgespielt. Das war echt ein Krimi. Also das war heftig, was da passiert ist. Ja, Bauer schlägt B5. Schreibt auch mal in die Kommentare quasi, habt ihr eine Partie gespielt, also wo es wirklich quasi richtig um die Wurst ging, also wo man wirklich gemerkt hat, okay, das ist jetzt wirklich eine wichtige Partie, wo richtig, also viel Präsenz auch während der Partie da war und ja, also quasi eure, also schreibt mal in die Kommentare, wie das war quasi, eure Entscheidungspartien, die ihr gespielt habt in eurer Schachkarriere. So, jetzt habe ich Läufer A3 gespielt, Läufer A3, ja, also ich weiß es nicht, wie gut es ist. Also natürlich, auf der einen Seite, ich greife eine Figur an, also erstmal einen Kandidatenzug. Ich greife diesen Bauern hier auf D6 an, aber auf der anderen Seite gibt es ihm natürlich auch Möglichkeiten, hier auf A2 sich was zu schnabulieren. Also es ist nicht einfach. Also es ist jetzt, ja. So, Springer C5 hat er gespielt. Springer C5, logisches Feld für den Springer, da steht er ziemlich gut, aber auf der anderen Seite ist auch schwierig quasi da weiterzumachen. Also da wirklich, ja, quasi wirklich weitere Felder für den Springer zu finden. Also ne, ja, ist nicht so einfach, weil auf der anderen Seite verstopft der Springer auch diese Wirkung von dem eigenen Turm. Also das, genau, aber es ist auf jeden Fall ein spielbarer Zug. Läufer B4 wird jetzt gespielt. Wahrscheinlich quasi die Idee gewesen, einfach das Turm A8 prophylaktisch rauszunehmen, dass er nicht mit Tempo quasi diesen Läufer angreifen kann. Und meine Figuren stehen jetzt schon einen Tick besser. Also der Springer ist einfach stark. Das ist eine richtige Nummer da auf D5. Der Läufer steht solide. Der hier hat sehr viel Potenzial, aber steht noch quasi hinter der eigenen Bauernkette. E4 ist jetzt direkt nicht möglich, weil der F4 hängt. Also leicht besser für Weiß, aber man muss es erstmal ummünzen. Es ist hochkomplexe Stellung. Hochkomplex. Turm F8 kommt jetzt von Marcel. So. So, jetzt kommt eine relativ einfache Idee. Die Idee ist einfach, ich greife zwei Bauern an. Also ich greife einmal den Bauern auf B5 an, also wirklich ein bisschen Kinderschach, den Bauern auf B5 und den Bauern auf D6. Und hier natürlich hat er jetzt hier die Möglichkeit, quasi dynamisch zu spielen, weil dein Springer steht jetzt temporär nicht mehr so gut. Aber es ist auch schwierig quasi hier diese richtigen Züge zu finden für Schwarz. Und er spielt jetzt Desperado. Also geht es so ein bisschen Desperado-Modus und sagt, komm, ich gehe jetzt hier all in, one shot, one opportunity und spiele den Zug E5, mache jetzt hier so ein Bauernopfer, um meinen Läufer quasi, um meine Figur hier ins Spiel zu bringen. Problem ist jetzt hier in der Stellung, das ist taktisch nicht möglich. Haltet das Video noch nicht an. Also ich habe jetzt erstmal auf B5 geschlagen, jetzt kommt Springer D3 Schach. Haltet jetzt das Video an, schreibt auch in die Kommentare, also bestimmt in die Taktikaufgaben, geht auch die Kandidatenzüge durch und schreibt mir, wie kann man jetzt hier wirklich fast schon gewinnen, also taktisch Material gewinnen und auch stellungsmäßig auf dem Brett eine Gewinnstellung erreichen mit Weiß.
muss natürlich auch erstmal sehen. Haltet das Video an, schreibt mir in die Kommentare. So, genau. Ich hoffe, ihr habt es gelöst und ich hoffe, ich sehe euren Kommentar, weil, also wenn ihr da kommentiert, genau, das dürfte eigentlich müsst ihr davor schon kommentiert haben. Gibt es vielleicht eine Überraschung quasi für die das jetzt richtig gelöst haben. Aber mehr sage ich dazu nicht quasi, wie die Überraschung aussieht. So, der richtige Zug ist Turm schlägt D3, also wieder ein Kandidatenzug, ein Schlagzug. Dritte Hierarchiestufe. Muss ich überlegen, okay, wenn ich schlage, muss er ja zurückschlagen. Und dann wird es sehr forciert. Also was ist jetzt die Idee eigentlich von dem Schlagzug? Es ist Schach quasi, ich muss konkret reagieren. Wenn ich den schlage, bin ich nicht mehr im Schach. Wenn er zurücksteigt, bin ich ja nochmal dran. Und ich weiß, dass er zurücksteigt und kann konkret quasi die Stellung visualisieren in meinem Kopf und weiß, wie das ganze Ding dann ausschaut. Und im nächsten Zug kann ich ja auf D6 reinhauen. Und ich schaue einmal einen Bauer raus, Schlagzug, aber ich setze auch den König in Schach. Also Hierarchiestufe 2 greift den König an, also Schachgebot und den Turm. Genau, der König muss reagieren, zum Beispiel König D7. Dann schlage ich auf C8 mit meinem Springer raus. Er muss mit dem Turm nehmen, weil wenn er mit dem König nehmen würde, würde ja dann auch der Turm auf F8 hängen. Deswegen muss der Turm nehmen. Und nachdem der Turm dann genommen hat, kann ich ja einfach König nach D2 spielen und den Bauern hier abfrühstücken und ich habe 2 Bauern mehr. Genau, deswegen immer diese Schlagzüge rechnen. Schauen wir mal, wie es kam und tatsächlich habe ich das gesehen, dass man hier nehmen kann auf D3. Er nimmt zurück, jetzt kommt die Gabel, Schach auf D6, König D7, alle Schlagzüge. Das ist wirklich forciert. Deswegen, ihr gewinnt die Partien mit Schachmatt, Schachgeboten und Schlagzügen. Es ist so, in jeder Klasse. Also wirklich in jeder Klasse gewinnt ihr die Partien. Und also bis 2-5. Also das sind die Züge, die Kandidatenzüge, die müsst ihr rechnen. Und da müsst ihr einen Drilldown machen, wirklich tief visualisieren. Dann werdet ihr bombenstarke Schachspieler. Also, und wenn ihr das logisch trainiert, also ist kein Limit quasi, wie stark ihr da werden könnt, wenn ihr das wirklich macht. Natürlich bedarf das einiges an Disziplin. Nicht jeder hat Bock quasi jetzt wirklich diszipliniert, einfach Taktiktraining. Und dort wirklich sinnvoll zu trainieren, quasi in sein taktisches Auge zu schärfen. Aber wer Bock hat, also richtig, richtig bärenstark zu werden, kann das einfach machen und wird bärenstark. Da wird es bald dazu dieses besondere Video geben. Ja, schreibt jetzt auch mal in die Kommentare quasi einfach so eine subjektive Meinung. Also was ist aus eurer Sicht die wichtigste Komponente, um Schach besser zu werden? Wirklich ehrlich, was ihr subjektiv denkt. Ist es für euch Taktik bzw. Variantenberechnung? Ist es für euch positionelles Schach, Strategie, Figuren umgruppieren, optimieren? Ist es die Eröffnung? Ist es das Endspiel? Psychologisch? Ist es quasi der Schlaf? Ist es das Workout, das physische quasi vor der Partie, quasi 10 Kilometer joggen oder Krafttraining? Schreibt einfach mal in die Kommentare, was für euch die wichtigste Komponente ist quasi oder was ihr als wichtigste Komponente anseht. Besser im Schach zu werden. Würde mich interessieren. So, wir machen jetzt weiter. Es kommt der Zug Turm schlägt C8. Jetzt kommt König D2. Wichtig, ich muss König D2 spielen, sonst laufe ich ja da rein, verliere den ganzen Turm. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Und dann wäre einfach gute Nacht um 6. Genau, Turm C2 Schach. König schlägt D3. Turm schlägt F2, nimmt er jetzt hier. Genau, und jetzt habe ich halt einen Zug. Und der ist halt wirklich sehr, sehr spannend, der hat wirklich ein Tempo gewinnt. Das ist ein Tempo gewinnt, ist dieser Zug Turm nach E1 und der droht einfach konkret hier einen Doppelangriff, also eine Figur zu gewinnen. Und darauf muss er auch reagieren, also er kann jetzt natürlich nicht weiter Bauern schlagen. Und er muss jetzt erstmal das parieren, das heißt, ich habe jetzt temporär einfach 2 Bauern mehr und die bessere König, bessere Figuren und der Bauer, den wir jetzt hier haben, also dieser sehr exponierte Bauer, wird auf einmal zum Asset quasi, wirklich zum Asset in der Stellung und ist keine Schwäche mehr. So, König C6 kommt. Jetzt, genau, das ist eher so ein Karpov-Zug, also Bobby Fischer hätte auf jeden Fall den gespielt, denke ich, einfach konkret hier was zu versuchen. Aber hier Karpov-Zug, ich habe 2 Bauern mehr, ich decke jetzt die Bauern und biete einen Turmtausch an. Und er hat jetzt auch die Türme getauscht. Genau, natürlich sehr gefährlich, jetzt hier die Türme zu tauschen mit 2 Bauern weniger, aber wenn er jetzt zum Beispiel nicht tauscht, die einzige Möglichkeit sinnvoll abzulehnen ist Turm F1, kommt einfach konkret hier Turm E7, Läufer F6, G7, er muss den Bauern auf G7 raushauen und bekomme ich eine neue Dame.
ich nehme raus, genau, er nimmt raus, ich nehme hier raus und ich habe halt eine ganze Figur mehr. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Deswegen hat er es hier quasi getauscht. Und nach dem Tausch gesagt, komm, ich habe jetzt einen aktiven König und gehe jetzt auf D5 vor. König F3, genau, Läufer E5, genau, Läufer F8. Und es droht halt einfach quasi konkret hier auch der Figurengewinn, wo man einfach nur noch wenig machen kann und einfach mehr Bauern. Die Stellung ist gewonnen. Marcel hat er aufgegeben. Also war wirklich ein erstes Battle, auch mit dem Vorlauf quasi, also was man dann einfach im Nachhinein auch erfahren hat, quasi wie viel Energie und wie viele Monate Arbeit jetzt eigentlich quasi in diese eine Partie geflossen sind quasi, ist das wirklich, ja, also ist da wirklich jetzt ein Krimi rausgekommen, wo wirklich alles möglich war quasi, fast zu jedem Zeitpunkt. Und ja, nee, es war geil. Das ist da wirklich bärenstark besetztes Vereinsturnier, sehr viele Spieler, so um die 2000, DWZ, Elo damals und ja, hab dann diese Finalpartie, dieses Final Battle gewonnen. Und was eine coole Nebensache war, quasi tatsächlich der jüngste Vereinsmeister damals geworden, quasi der jetzt über 50-jährigen Vereinsgeschichte des Schachclubs, da auch einen anderen Rekord abgelöst und eine spannende Partie. Also da waren wirklich sehr viele Emotionen drin und genau, deswegen habe ich jetzt auch diese Partie gezeigt, um einfach dann auch so einen Brückenschlag zu machen, auch auf das Schachturnier des Horber Pfingstgambit, was über Pfingsten stattfindet. Checkt die Kommentare aus. Und wenn ihr Bock habt, Schach zu spielen, habt ihr die Möglichkeit, richtig cooles Turnier über Pfingsten dieses Jahr zu spielen. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei Orca Chess. Macht's gut.